meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Kickstarter-Folge. Dieses Mal mit Nils. Wir schauen uns heute Cakes an von Atomo. Und Cakes kommt aus Spanien von einem kleinen spanischen Verlag Atomo. Und die werden hier mit Cakes online gehen. Demnächst, wahrscheinlich heute Abend. So, wir schauen auch direkt mal rein, was da drin ist. Das Ganze kommt auf einer einseitigen Anleitung, also ein sehr einfach zu lernendes Spiel, wie man sehen kann. Und das ist auch schon sehr schick. Schauen wir nochmal sonst rein, was drin ist. Wir haben diese geknickten Karten hier und wir haben ein paar Cubes. Wir haben ein paar Karten, die Torten darstellen. Und wir haben diese Tortenböden. Und bevor ich jetzt groß etwas mache, würde ich vorschlagen, ich schneide jetzt einmal kurz rein, wie genau das Spiel geht. Ihr schaut es euch jetzt erst einmal an. Hallo! Wollen wir spielen, Jude? Ja? Ja. Drehst du den um? So. Und wie viel müssen wir bauen? Ich muss jetzt eine Ebene. Wir müssen es beide machen, Jude. Wir spielen ja gegeneinander. Oh. Wie viel müssen wir jetzt machen? Zwei. Na, dann machen wir zwei oben drauf. Hey. Du bist so schnell. Oh. Einfach weiterbauen. Ihr habt ja eben schon gesehen, wie sich das in der Hand spielt. Da ist es natürlich sehr wackelig, sehr wobbelig und auch sehr schön. Jetzt zeige ich euch noch mal ganz kurz, wie es hier geht. Also für diese drei Punkte hier jetzt zum Beispiel ganz einfach, denke ich mal, ohne Zeitdruck, weil ja kein anderer mitspielt, bauen wir erstmal einen Boden rauf. Jetzt haben wir hier den ersten Stock. Wir brauchen hier noch einen zweiten Stock. Also auch eine zweistöckige Torte. Fertig. Klack. Jetzt stelle man sich vor, dass man das natürlich mit einer Hand hat. Ihr seht schon, für alle Leute, die jetzt denken, das ist ja ganz einfach. Nein, diese Stacking Games sind natürlich nie einfach. Die machen deswegen so viel Spaß, weil sie eigentlich jeder mitspielen kann. Jeder kann sofort loslegen, das Spiel zu spielen. Aber jetzt stelle man sich mal vor, das Ganze ist etwas instabil auf der Hand und man wackelt wie Puh der Bär. Ja, dann könnt ihr euch vorstellen, wie viel Spaß schon um den Tisch herum entsteht. Ich zoome noch mal etwas mehr raus. Dann seht ihr schon diesen wunderbaren Kuchen hier. Und er geht natürlich weiter in die Höhe. Noch einmal drei. Ja, wer jetzt übrigens denkt, naja, 10 Lagen, das schaffe ich ja locker. Ich kann euch sagen, in mehreren Testpartien habe ich nicht einmal auch nur annähernd 10 geschafft. Bei 7 auf der Hand war das maximale Schluss. Ich will nicht sagen, dass ich der beste Kuchenbauer schlechthin bin oder der beste Stacking-Mann schlechthin. Aber ich möchte euch sagen, unter Zeitdruck ist das viel schwerer als man denkt. Ich werde jetzt mal hier ganz kurz, nur damit ihr das mal seht, zeigen, wie hoch das geht. Dazu werde ich meine Kamera jetzt immer ein wenig adjustieren und mit euch sozusagen runter und rauf gehen, so dass ihr schön seht, wie das hier aussieht. Ihr seht schon, ich bin schon voll rausgezoomt. Das heißt, mehr kann ich eigentlich nicht und ich habe noch nicht einmal genug Layer hier drauf. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und es müssten noch 2 weitere Layer hier oben drauf kommen und das Ganze dann in der Hand balancieren. Ja, was ist denn nun Cakes für mich? Und da ist es, denke ich, relativ einfach zu sagen. Ein total witziges Turmbauspiel unter Zeitdruck schnell zu erlernen. Jeder kann es mitspielen. Alle Kinder so ab 12, würde ich sagen, haben auch einen Heidenspaß daran. Und natürlich ist der Spaß am größten, wenn das Ganze hier anfängt zu wackeln und dann hinfällt. Das ist natürlich einer der größten Spaße, die man Späße, die man sich erlauben kann bei Cakes. Wer also diese Art von Spaß bauen mag, der sollte definitiv mal ein Auge aufhalten
auf Keks, auf Kickstarter. Ich persönlich mag das. Wer Rhino Hero mochte, der kommt an Keks nicht vorbei. Denn das ist genau das gleiche Prinzip. Man baut etwas auf, man baut es in die Höhe und wenn es zusammenfällt, dann lachen alle gemeinsam. Was kann es denn eigentlich Besseres geben in diesen Zeiten, als dass die ganze Familie zusammen lacht? Und deswegen möchte ich heute diese Kickstarter-Vorschau auch einmal beenden mit einem Video davon, wie wir es zusammen spielen und wie wir lachen und wie wir es zumindest aufeinander bauen. In diesem Sinne, bitte schaut euch das Projekt an. Den Link zur Kampagne habe ich unten verlinkt. Und ganz ehrlich, an Keks geht zumindest bei mir und in meiner Familie nichts vorbei. Denn Kuchen und Stacking, eine Win-Win-Situation für mich. Bis zum nächsten Mal, euer Nils. Tschüss. Oh, eine Karte. Wie viele Ebenen müssen wir bauen? Zwei. Und diesmal ist da auch noch eine Kirsche oben drauf. Das heißt, wir müssen oben drauf gleich noch so ein Ding machen. Das habe ich ganz vergessen jetzt. Noch nicht. Erst beim letzten. Eins. Hä? Hey! Nein! Ah, so ein Mist. Jetzt kriegst du die Karte. Und dann drehen wir den um. Und jetzt müssen wir wie viel bauen? Nochmal zwei oben drauf. Oh Gott, komm, eins. Ah, nein, Mist.